Hallo, hier ist Viel Feind, Viel Leer und ich mache einen Schlagkommentar über den Multiplayer-Schlag bei Schung und zweiter Lore. Also, ich war ja jetzt seit längerer Zeit nicht mehr auf YouTube und zwar lag es daran, dass ich halt fürs Abi lernen musste. Ich hatte letzte Woche so eine Prüfungswoche mit Klausuren in allen Fächern. Das war sozusagen die Generalprobe fürs Abi und ja, dort gab es halt Klausuren in allen Fächern und es war einfach nur kurz gesagt die schrecklichste Woche meines Lebens, weil das war erstens, wir hatten keine Vorbereitungszeit darauf, also eine Woche vor dieser Klausurenwoche hatten wir noch ein paar Arbeiten sogar und noch größere Hausaufgaben, die wir erledigen mussten. Das bedeutet, wir konnten nicht den Kopf klar kriegen, um mal für diese Klausurenwoche zu lernen. Und ja, dementsprechend werden wahrscheinlich auch die Ergebnisse sein. Ja, zusätzlich habe ich auch noch eine Klausur verpennt am Freitag, und zwar unabsichtlich. Ich glaube, es lag einfach daran, dass ich bis irgendwie 1:30 gelernt habe. Und dann habe ich einfach verschlafen. Das war extrem doof, aber ich denke, ich werde nachschreiben können. Also, wie dem auch sei. Hier die Karte, auf der wir spielen, die heißt Shengoku-Fluss. Das ist eines der neueren Karten. Hier ist eigentlich nichts Besonderes dran. Hier haben wir zwei Hügel. In der Mitte haben wir den Schrein. Aber sonst nichts Besonderes. Also hier habe ich meine Voku-Kämpfer versteckt im Wald. Sind sehr, sehr praktisch. Ich nehme die jetzt eigentlich zu jeder Schlacht mit, weil man kann die einfach überall verstecken und dann kann man sie sozusagen für Überraschungsangriffe aus dem Hinterhalt, was weiß ich, sind sie sehr, sehr praktisch. Und dann habe ich hier meine Bodenkavallerie, einmal Fire my Laser. Aber so gut, so stark ist sie so nun auch wieder nicht, aber sie kann dem Gegner gehörig auf die Nerven gehen. Und ja, also wollen wir mal meine Armee angucken. Ich habe vorne zwei Einheiten Aginata Samurai, Level 9 oder so. Dann habe ich dahinter vier Einheiten Katana Samurai, auch ziemlich hoch gelevelt. Dann habe ich hier noch meine Tetsubo Kriegermönche. Ja, die hier wurden entdeckt. Auf jeden Fall, ich mag diese Tetsubo-Kriegermönche, weil erstens, die sind unglaublich stark im Nahkampf. Zweitens, sie haben den Kriegsschrei. Und das macht sie halt so interessant. Die Kombination von den beiden, von diesen beiden Fähigkeiten macht die Tetsubo-Mönche halt, ich würde mal nicht sagen overpowered, aber für den Preis und für das Können schon keine schlechte Einheit. Hier jetzt die Armee meines Gegners, er hat zwei Einheiten Aginata Samurai vorne und der Rest ist so ein Mischmasch aus Katana Samurai, und hier einmal Nodachi Samurai. Dahinter hat er auch einmal Tetsubo Kriegermönche. Und hier ist der Air. Also der Gegner hat angegriffen, aber ich habe seinen Angriff, also hier ist seine ganze Kavallerie jetzt, den habe ich abgefangen mit meiner Kavallerie und jetzt ich habe zwei große Garden. Und jetzt greife ich hier von der Flanke an, weil er sie so schön offen gelassen hat. Und von hinten greife ich jetzt auch noch mit meinen Vakuokämpfern an. Hier, er sendet jetzt seine Naginata-Samurai ran. Ich drücke mal auf Play jetzt. Aber ich glaube, das ändert auch nichts mehr. Und hier, achtet mal drauf. Er trennt die Naginata-Samurai von seiner Truppe hier, wo nur Katana-Samurai drin sind. Und jetzt kommt hier Katana-Kavallerie. Und das ist auch der Grund, wieso ich immer Katana-Kavallerie nehme. Guckt euch das an jetzt. Bumm. Absolute Zerstörung. Absolute Zerstörung. Und es führt auch noch dazu, dass seine Armee jetzt in zwei geteilt ist. Und die kleinere Hälfte seiner Armee hier kann ich jetzt ohne Probleme locker besiegen. Mein General ist auch schon in Stand and Fight. Ich habe keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Dann hier meine Burgenkavallerie, die schießt hier rein. Macht immer noch ziemlich viel Schaden. Und hier, ich habe einfach seine Katana-Samurai-Einheiten, die sind einfach gefickt. So krude das auch klingen mag. Guck, hier die Einheit hier, ziemlich teuer. Level 9 Katana-Samurai, einfach total zerstört. Und auch hier, die hier haben ziemlich heftige Verluste einstecken müssen. Und diese Hälfte der Armee ist jetzt auch vernichtet. Das war easy peasy. Easy peasy. Da muss ich mich gar nicht anstrengen. Das war wie ein Spaziergang im Wald. Ach ja, wir sind hier sogar im Wald.
Was glaube ich überhaupt? Also auf jeden Fall, jetzt bietet sich eine weitere Gelegenheit für mich. Also die Katana-Kavallerie, die ist gleich fertig. Deswegen muss ich an Verstärkung denken. Und zwar teile ich meine Armee schon wieder in zwei Hälften, die jetzt auch jeweils von einer Seite angreifen. Und hier meine Bogenkavallerie, die hatte ja keine Unterstützung mehr von der großen Garde, deswegen habe ich sie einfach hier hinten irgendwo ins Gebüsch geschickt, damit die große Garde des Gegners so weit entfernt wie möglich geht. Also, dass sie irgendwo am Arsch der Welt bleiben, ne? Ich hatte keinen Bock, dass sie jetzt hier in den Kampf sich einmischen. Also, auf jeden Fall ist der Gegner jetzt so umzingelt. Und jetzt aktiviere ich auch noch gleich den Kriegsschrei. Jo, aktiviert. Und von dort an geht's rapide runter mit der Moral. Da können wir jetzt auch mal ein bisschen näher rangucken, hier in die Schlacht. Boah, ey, schon nicht schlecht, so ein einziges großes Gemetzel. Jo, 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 nicht schlecht. Auf jeden Fall nehme ich jetzt meinen General hier. Weil ich denke mir, wenn der so einen Bogengeneral hat, ich kann den auch mal verscheuchen. Und ja, das kommt's auch. Aber dann greife ich einfach von hinten hier in seine Einheiten rein. Weil das gibt einen extra Moralschock. Und ich möchte jetzt einfach nur, dass die Schlacht so schnell wie möglich vorbei ist. Und wir haben den gewünschten Effekt erreicht. All seine Einheiten schwanken jetzt und sind auch gleich tot. Und alles mit minimalen Verlusten bei mir. Sehr praktisch. Und jetzt seine große Garde hier schon geschwächt. Die Armee flieht schon. Dort fehlt einfach die Moral. Also jetzt ist es auch vorbei. Also ich hoffe, die Schlacht hat euch gefallen. Na, was Neues beigebracht wird sie euch wahrscheinlich nicht. Aber ich wollte mich einfach mal zurückmelden. Und euch einfach mal wieder einen neuen Schlachtkommentar bringen. Und ich hoffe, er hat euch gefallen. Und wenn ihr ähnliche Videos in Zukunft sehen wollt, dann vergesst bitte nicht zu kommentieren und abonnieren. Tschüss!